Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Adventure PSP. Die letzte Folge war etwas kürzer, mal schauen, wie es diese Folge wird. Wir gehen jetzt diesmal durch das linke Tor, in dem lila Tor befindet sich Piedmon. Und das will ich mir bis zum Schluss aufheben, weil das meiner Meinung nach der schwerste Gegner von denen ist. Und deswegen gehen wir jetzt durch dieses Tor. Metall Sidramon. Dann legen wir mal los. So, schauen wir mal. Arctic Blizzard, Viking Axe und Mega Gain Guard. Probieren wir mal. Ah, Mega Gain Guard. Sieht mir nach Verteidigung aus, ja. Ach stimmt ja, ich wollte ja denen die Regains geben. So. Jetzt probieren wir mal Viking Axe. Und Arctic Blizzard. Und schon wieder habe ich vergessen, den Regain zu benutzen. Diesmal auf Metal Garurumon. Ups, da habe ich mich verklickt. Naja, so strecken wir den Kampf ein bisschen in die Länge.
Die ganze Attack Power bringt ihm nichts, wenn er uns nicht trifft. Und selbst dann macht er kaum Schaden. Wow, er hat uns Schaden gemacht. Natürlich muss man immer dazu sagen, wenn man das Spiel normal spielt und nicht wie ich jetzt mit dem XP ein bisschen meine Digimon aufgebessert habe, dann ist es natürlich deutlich schwerer, diese Kämpfe zu bestehen. So. 92, 87 und 81. Und damit ist das fünfte Siegel weg. Bleibt nur noch eins übrig. Und zwar das hier. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge dann auf. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne wieder alles in die Kommentare, was euch einfällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.